Ein runder Geburtstag für die Abnehmshow The Biggest Loser, die Sat1-Sendung geht in die 10. Staffel. Ab Sonntag, 3. Februar, 16.25 Uhr, purzeln wieder die Pfunde. Aus 50 Kandidaten wurden 18 ausgewählt, die nun in Andalusien samt Coaches schwitzen müssen. Die erste Staffel lief im Jahr 2009, seitdem nahmen über 181 Teilnehmer bei The Biggest Loser fleißig ab. Zuletzt durfte sich der Gewinner Saki nicht nur über die Siegprämie von 50.000 Euro freuen, sondern auch über die größte Gewichtsabnahme bislang, 94,5 Kilogramm verlor der Kandidat während der Show. Auch die 11. Staffel wird moderiert von Christine Theiss, die seit 2012 das Gesicht der Sendung ist. 10 Jahre / The Biggest Loser / das ist ein echtes Brett. Es gibt keine andere Abnehmshow, die länger im deutschen Fernsehen läuft, geschweige denn erfolgreiche, schwärmt sie. Wir haben fantastische Kandidaten, die uns jedes Mal aufs Neue mit ihrem Kampfgeist mitreißen. Meine Coaches und ich sind mit Herzblut dabei, vor und hinter der Kamera, erklärt die ehemalige Kickboxerin weiter. An der Seite der Moderatorin werden auch dieses Jahr die beiden Coaches Ramin Abdin und Mareike Spalik stehen. Dazu nimmt sich Sophia Thiel den Webteilnehmern an. Die Auftaktshow wird am 3. Februar ab 16.25 Uhr ausgestrahlt. Danach belegt The Biggest Loser den Sendeplatz sonntags um 17.45 Uhr. Bisherige Sieger. Zehn Staffeln von The Biggest Loser sind bisher gelaufen. Die bisherigen Sieger waren Enrico, Heino, Carlo, Gek, Paride, Marc, Stefan, Ali, Alexandra und Saki. Vorjahressieger Saki hatte in der 2018 ausgestrahlten Staffel 94,5 Kilo abgenommen, satt 49,84% seines ursprünglichen Körpergewichts, 189,6 Kilo. Für den 40-Jährigen ist Sport nun selbstverständlich. Wenn ich 1-2 Tage kein Fitness betreibe, dann merke ich, meinem Körper fehlt etwas, so der Nürnberger. Nach meiner Zeit bei The Biggest Loser hat sich mein ganzes Leben verändert, äußerlich, charakterlich und auch meine berufliche Laufbahn. Ich bin durch The Biggest Loser viel selbstbewusster geworden. Und gehe dank der Abnahme wieder meinen Träumen nach, sagt Christos, 24, der 2018 im Finale stand. Und sogar Familien sind schon aus The Biggest Loser entstanden. Nicole, die 2014 dabei war, und Giulio, der 2015 an der Abnehmshow teilnahm, verliebten sich und sind mittlerweile Eltern. Durch The Biggest Loser haben wir angenommen. Und durch The Biggest Loser haben wir unsere Liebe gefunden.
jetzt gibt es das erste Apostrophe Biggest Loser Apostrophe Baby.